Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Thema heute wird sein diese Dame, und zwar Heidi Klum. Und Heidi Klum sagt ja, Botox ist nichts für sie, sie setzt einfach nur auf gesundes Essen und durch Essen wird man einfach schön. Dem stimme ich prinzipiell zu, aber ob Heidi nicht doch ein bisschen gefuchst hat, das werden wir uns genauer anschauen. Wichtig ist natürlich eine gute Ernährung. Ausreichend trinken, gesund ernähren, das wird heutzutage immer schwieriger und vor allem auch teurer. Aber ich glaube, dass da bei Heidi doch mit ihren 49 Jahren ein bisschen mehr noch herumgefuchst wurde. Und wir werden es jetzt in der neuen Germany's Next Topmodel Staffel sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, sie ein bisschen genauer anzuschauen und ein bisschen zu analysieren. Wir haben Bilder aus dem Jahre 2008 und 2022 gefunden. Und mir ist eigentlich als erstes wieder mal aufgefallen, bei diesem Bild zumindest die Zähne. Zähne sind schon etwas Wichtiges und ein schönes Zahnbild macht quasi gerade bei einem Foto, wenn man die Zähne so fletscht, einen wichtigen Punkt. Und wenn wir anschauen, dann haben sich ihre Zähne in den Jahren von 2008 bis 2022 ein bisschen verändert, was normal ist. Bei jedem verändert sich das im Prinzip irgendwie über das Alter, und wenn man eine Zahnschiene hat, dann ist es oft so, dass man wenn man die Zähne reguliert hat, auch die Zähne einfach mit einer zusätzlichen Spange noch auch in Schach halten sollte. Weil wenn das nicht der Fall ist, so wie es man bei Heidi sieht, dann beginnen sich die Zähne zu verschieben, weil der Kiefer eigentlich atrophiert. Wie wir in vielen Videos schon gezeigt haben, passiert ja folgendes, dass der ganze Gesichtsschädel weniger wird. Atrophie heißt quasi, es wird weniger. Und durch das Schrumpfen des Gesichtsschädels entstehen die typischen Alterungszeichen, zum Beispiel bei den Augen oder eben die ganzen Themen mit Nasolabialfalte und Marionettenfalte. Da sage ich immer so, dass der Tisch eigentlich nicht mehr der gleiche ist. Die Tischdecke ist die gleiche, die uns umhüllt, aber der Tisch ist nicht mehr der gleiche. Der Tisch schrumpft und dadurch rutscht die Tischdecke nach unten. Und so etwas passiert natürlich bei den Zähnen genauso. Und bei den Zähnen hat das folgende Auswirkungen, dass weniger Platz für die gleichen Zähne ist, weil die Zähne per se, die werden ja nicht weniger. Und dadurch, dass wir weniger Platz haben, wachsen oder kippen die Zähne oft dann auch so nach innen oder verschieben sich. Und das ist das, was bei Heidi passiert ist. Und weil sie so markant lächelt, ist mir das eigentlich als erstes aufgefallen. Aber natürlich sollten wir in Richtung der klassischen Analyse gehen, und da beginnen wir ganz klar bei den Augen. Also man beginnt Nase, Augen, das sind so meistens ist der erste Fokus, den man aufnimmt. Und wenn wir bei den Augen starten, dann sehen wir, dass sich die Augen vielleicht ein bisschen verändert haben, wobei ihr Blick auch etwas offen ist. Also sie hat in dem Bild so ein bisschen einen erschreckten oder ganz großen Augenblick, den sie auf dem anderen Bild nicht hat, da zwickt sie die Augen ein bisschen eher zusammen. Und das, was auffällig ist, das ist dieser Pony-Look, den man im Alter hat. Es werden einfach die Stirnfransen werden stärker, die Haare quasi auf der Seite werden stärker. Und damit kann man entweder auch mögliche Zeichen eines Facelifts verdecken oder auch die Stirnfalten verdecken, und das hat sie gut gemacht. Aber wenn wir 2008 und 2022 die Augen vor allem vergleichen, dann sehen wir, dass die Augen deutlich größer sind in meinen Augen als 2008. Und wodurch kann so etwas entstehen oder wie ist das entstanden? Einfach nur gut geschminkt oder sind vielleicht doch die einigen Avocados und Karotten und Ingwersüppchen, die die Augen größer werden haben lassen? Ich glaube nicht. Zweites Thema, das wir uns anschauen sollten nach den Augen, ist eigentlich der perfekte oder dieses perfekte Gesicht zwischen 2008 und 2022. Wir werden demnächst ein Video auch zu Pamela Anderson machen, wo wir etwas zeigen, wie stark Schminke eigentlich, was Falten betrifft, eine Auswirkung hat. Aber bei ihr sehen wir, dass auch das Volumen, die Bäckchen, alles im Prinzip extrem stabil ist. Und wenn ich jetzt mir so zurückschaue, die letzten 10 Jahre, dann hat sich bei mir auch einiges verändert. Und ich glaube nicht, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht, weil das Volumen hier in den Bäckchen und auch im Vergleich jetzt dann 2022 in den Bäckchen ist komplett gleich. Was wir noch sehen, ist, dass bei den Lippen einfach eine zarte Veränderung eingetreten ist, die in meinen Augen sehr wenig mit Lipfiller zu tun hat, sondern einfach extrem gut geschminkt ist. Das werden wir eh weiter sehen. Das heißt, es ist einfach über das Lippenrot hinausgeschminkt. Aber wie gesagt, diese Erhaltung des Volumens über so lange Zeit, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich fände es auch eine super Sache, wenn man sagt, so ja, ich lasse mich so alle 2 Jahre, 3 Jahre vielleicht ein bisschen unterspritzen, um nur in den Erhaltungszustand zu kommen, dann wäre das eigentlich eine coole Ansage auch, weil das ist auch das, was eigentlich viele Menschen oder Patienten wollen. Aber bei den Augen bin ich euch irgendwie etwas schuldig, oder? Schauen wir uns mal ein Vorher-Nachher-Foto von so einer Augenoperation an. Wir haben hier eine Patientin von mir,
vorher, 2 Monate nachher, mit geschlossenen und mit offenen Augen. Und das, was uns eigentlich hier auffallen sollte, ist, dass der Abstand zwischen der Augenbraue und dem Auge zwar ein bisschen kleiner geworden ist, aber nur wenig kleiner geworden ist. Der Grund dafür ist dieses innere Brauenlift, das ich auch schon in vielen anderen Videos schon gesagt habe. Ich mache bei der Oberlidstraffung eigentlich fast nie nur eine Oberlidstraffung, indem ich Haut, Muskel und Fettgewebe wegnehme, sondern was ich zusätzlich noch mache, ist, dass ich eben auch die Augenbraue anhebe über den Schnitt. Das heißt, wenn wir nochmal zu dem Bild zurückgehen, dann mache ich Folgendes, dass ich zeige euch da, wie wir das normalerweise anzeigen. Also es wird in der Lidfalte wird angezeichnet, was man circa wegschneidet. Das ist meistens so eine Hautspindel, die in verschiedenen Art und Weisen angezeichnet werden kann. Das wird dann weggeschnitten. Und was wir machen, ist, dass wir über diesem Schnitt nach oben tunnelieren und diesen Bereich hier öffnen und hier im Prinzip mit 2 bis 3 Nähten fixieren. Und zwar, wir fixieren die Augenbraue im Liegen dort, wo sie ist, weil wenn man sich hinlegt, kannst du mal ein Selfie-Foto machen, wenn du es im geraden Sitzen machst und dich dann im Prinzip hinlegst, dann siehst du den Unterschied, dass die Augenbraue damit automatisch höher wandert. Und genau das ist das, was wir eigentlich machen. Und wenn ich jetzt mal die Anzeichnung weggebe, dann sieht man nochmal, dass das ganze Auge größer wird und die Narbe ist eigentlich nach 2 Minuten schon ganz gut versteckt. Und die sieht man nur bei geschlossenen Augen. Ich zeige noch ein anderes Beispiel, das jetzt so ein bisschen im Verlauf ein bisschen länger aufgenommen ist. Und wenn wir jetzt hier wieder das Vorher-Foto anschauen, und ich gehe jetzt mal genau vielleicht überhalb der Pupille, oder ich gehe mal am Rand der Iris nach oben und schauen uns mal quasi, wie der Abstand hier im Vergleich zum Nachher-Foto ist, dann sehen wir, dass der Abstand eigentlich vielleicht ein bisschen eine andere Fokussierung, also das Nachher-Foto ist etwas näher fotografiert, aber sehr ähnlich wieder geblieben ist, wieder dieses innere Braunlift. Aber was ich euch zeigen wollte, ist, schaut mal, wie groß die Augen geworden sind. Große Augen im Vergleich zu kleinen, kniffligen Augen. Und wenn wir uns jetzt Heidi in diesem Bild anschauen, das ist ein 2005-2022 Bild, dann sehen wir, dass sie etwas gehabt hat, was ich auch bei vielen Patienten sehe. Und zwar, sie hat eine sehr tief liegende Augenbraue gehabt. Das heißt, ihre Augenbraue war physiognomisch, sagen wir so, das sind die Papa-Töchter, schon ein bisschen tiefer liegend, relativ nah am Rand der knöchernen Augenhöhle. Und wenn wir das 2022er Bild anschauen, dann ist der Fall fast noch immer so. Es ist, glaube ich, ein bisschen höher geschminkt. Also da müssen wir aufpassen, dieser Vektor, den sie hier an der Augenbraue hat, der ist nicht natürlich gewachsen, sondern ist höher geschminkt. Aber das Auge an sich ist größer. Wenn wir uns den Abstand anschauen, den Abstand zu hier, dann ist der Abstand größer und das ganze Auge ist an sich größer geworden. Und das spricht in meinen Augen ganz klar dafür, dass sie an den Augen etwas hat machen lassen, was mehr ist als Avocado, Ingwer und Chiasamen. Ist in meinen Augen auch okay. Was auch extrem schön zu sehen ist, wenn wir die Lippen vergleichen zwischen 2005 und 2022, sehen wir, dass die Oberlippe bei immer schmal war. Ich vermute daher, wenn wir dieses Bild anschauen, dass hier doch vielleicht ein bisschen ein zarter Lipfiller gemacht wurde. Spricht auch dazu, wenn man das ein bisschen genauer anschaut oder herauszoomt, dass so ganz leichte Unregelmäßigkeiten an der Oberfläche sind, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, 2005 bis 2022 sind dann bald was 17 Jahre, ist doch eine lange Zeit und sie schaut einfach phänomenal aus. Also wir tun uns relativ schwer, hier irgendetwas zu kritisieren oder zu analysieren, sondern es ist wiederum so, dass ich sage, so Backen oder Stirn hat sie super gemacht, weil sie hat einfach die Stirnfalten oder die Stirnfransen sich so reinwachsen lassen, weil bei der Stirn sieht man eben oft hier einen leeren Bereich, das heißt der Knochen, vielleicht der Stirn wird weniger und das hat sie gut kaschiert. Das, was sie auch gut kaschiert hat, sind die Wangen, aber hier glaube ich, ist in meinen Augen Filler drinnen. Die Nase war damals schon operiert und schaut heute noch immer super aus. In den Lippen ist ganz leicht ein Hyaluronsäurefiller drinnen und ich glaube auch, dass diese tolle, markante, für sie ganz typische Kinnpartie nicht immer so geblieben ist, sondern an der hat sie ja nachgeholfen und hat geschaut, dass sie das genauso bleibt, wie sie ist. Kinn übrigens finde ich bei ihr relativ breit vergrößert. Man sieht, bei der Frau sollte das Kinn nicht weiter vergrößert sein als die Nase. Wobei man aufpassen muss, beim Lachen wird die Nase größer, also die Nasenflügel erweitern sich, aber trotzdem ist das bei ihr fast ein bisschen zu breit immer gewesen und ist auch breit, aber mein Gott, das ist halt so. Das macht sie auch, macht auch ein bisschen einen dominanteren Gesichtsausdruck, aber dass das alles wirklich 17 Jahre so geblieben ist, glaube ich, wie gesagt, nicht.
Was wir dank unserer Social Media Teams haben, ist immer jetzt ein neues Bild, und zwar den Reality Check. Schauen wir noch kurz in den Reality Check hinein. Reality Check ohne nicht ganz so viel Schminke oder nicht am Red Carpet. Once again, was fällt uns auf? Die Frisur ist perfekt gewählt, die Stirn ist zu, die Seiten sind zu, und es kommen eigentlich nur noch die Bäckchen, Augen, ein bisschen Nase und der Mund zum Vorschein. Das heißt, sie hat einen perfekten Haarschnitt, der in dem Alter viele Dinge verdeckt, vielleicht auch ein paar Falten auf dem Hals verdeckt. Aber sie schaut für 49 einfach phänomenal aus, wie es auch immer war. Aber wie gesagt, mein Tipp ist, sie hat mit Hyaluronsäure so insofern nachgeholfen, dass sie das erhalten hat, was an ihrer Schönheit so besonders war. Und sie hat in meinen Augen sowohl bei den Augen als auch bei den Lippen eben ein bisschen herumgefuchst. Wenn du der Meinung auch bist, dann bin ich gespannt, was ich für Kommentare sehe. Wenn du den Kanal noch nicht gefolgt bist, dann solltest du das unbedingt jetzt machen. Und ich freue mich, wenn wir uns bei einem der nächsten Videos sehen. Wie gesagt, ein Video, das sehr spannend ist zum Schauen oder zum Schauen sein wird, ist das Video zu Pamela Anderson, weil wir in diesem Video auch zeigen, quasi, wie sehr man mit Schminke eigentlich arbeiten kann und faken kann und Falten reduzieren kann. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, alles Gute, ciao und baba.